Jo, liebe Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir was Tolles überlegt gehabt und zwar werde ich das jedes Jahr machen. Und zwar einen Bundesliga-Saison-Rückblick und zum Start der neuen Saison werde ich auch eine Bundesliga-Saison-Prognose machen. Und da habe ich mir hier so ein bisschen was vorbereitet. Und zwar einmal das Team of the Season quasi, der Bundesliga, wie es in meinen Augen ist. Dann ein paar Awards, sowas wie bester Youngster, bester Trainer, Blau und Sülz. Und dann noch, was ich dem Ganzen halt für eine Note geben würde. Da fangen wir mal ganz einfach an. Ich hoffe mal, man kann das ein bisschen erkennen. Ich hatte das Ganze aufgestellt in einem offensiven 4-3-3. Also quasi mit zwei Achtern und einem Sechser. Das Ganze. Und dann fangen wir mal hinten im Tor an. Da habe ich lange überlegt, wen ich da nehmen soll. Da habe ich zwischen zwei geschwankt. Erst zwischen drei, aber der dritte sind doch relativ schnell wieder rausgefallen. Und dann habe ich zwischen zwei umher überlegt, welchen von den beiden ich nehme. Schlussendlich habe ich mich für einen entschieden. Und für den ich mich entschieden habe, habe ich mich entschieden, weil ich sagen muss, der spielt bei einem Verein, wo mindestens ein Spieler drin sein muss. Und bei dem kann man es am besten irgendwie unterbringen. Und deswegen habe ich im Tor Ronno stehen von Union Berlin. Ansonsten hätte ich noch Gregor Kobel gesagt, für den man auf jeden Fall hätte auch einen Case machen können. Aber ja, wie gesagt, einer von Union muss drin sein und auf den anderen Positionen sehe ich es halt eher schwieriger. Im Sturm hätte man vielleicht noch, oder im Angriff hätte man vielleicht eventuell noch einen Geraldo Becker unterbringen können. Aber im Tor sind halt, kann man das dann halt doch besser verpacken. Und ja, dann fangen wir mit der Linksverteidigerposition an. Da habe ich mir überlegt, natürlich könnte man einfach den besten Spieler der Saison nehmen, der auf der Linksverteidigerposition gespielt hat. Da könnte man einen Guerrero nennen, auch wenn ich Guerrero eher nicht, wenn ich ihn aufstellen würde in meine beste Elf der Saison, würde ich ihn nicht auf der Linksverteidigerposition stellen, sondern eher im Mittelfeld. Weil ich finde, da ist er deutlich besser aufgehoben und ich finde, seine besten Spiele hatte er da auch unter anderem da. Er hatte auch gute Spiele auf der Linksverteidigerposition, aber ich fand ihn halt deutlich besser im Mittelfeld und deswegen habe ich mich links dazu entschieden, etwas zu machen, was sich eigentlich irgendwo auch gehört und die Position steht für eigentlich ein komplettes Lebenswerk und jetzt könnte man sich schon beinahe denken, um wen es sich handelt. Und zwar habe ich links Jonas Hector stehen, der jetzt seine Karriere beendet. Und ich finde, für das, was Jonas Hector ist, hat er sich diesen Platz da eigentlich mehr oder weniger, für das, was er ist und für was er steht, hat er sich diesen Platz auf jeden Fall verdient. Wenn ich überlege, wo Köln abgestiegen ist, der Nationalspieler oder nominierter Nationalspieler war, da trotzdem zu dem Verein zu stehen und mit dem Verein abzusteigen und zu sagen, ey, ich halte zu euch und wir steigen gemeinsam wieder auf. Da gehört schon einiges dazu. Und ich finde, das sollte halt auch gewürdigt werden. Auf der linken Innenverteidigerposition habe ich jemanden, auf den ich mich extrem gefreut habe. Das ist wahrscheinlich sogar mein absoluter Lieblingsinnenverteidiger überhaupt. Und zwar habe ich da Matthijs de Ligt. Ich finde es schade, dass es bei Juve nicht ganz so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren können. Man sieht ja jetzt bei Bayern, was er hätte sein können. Man hat es auch vorher bei Ajax gesehen. Und ich finde, de Ligt muss auf jeden Fall zu 100% hier rein. Deswegen steht er bei mir auf der linken Innenverteidigerposition. Auf der rechten Innenverteidigerposition habe ich Matze Ginter. Der kommt
zu Freiburg zurück, wieder in seinen alten Verein und ist von Anfang an da und funktioniert einfach. Und ja, auf der Rechtsverteidigerposition habe ich jemanden, der mich diese Saison wirklich sehr, sehr, sehr doll überrascht hat. Das war Benjamin Pavard. Ich hätte echt nicht gedacht, dass er überhaupt noch so viel Spielzeit bekommt, da Bayern ja Masraoui geholt hat und ich eigentlich gedacht habe, mit Masraoui, der sehr, sehr viel Tempo auf den Außen bringt, wird Pavard da keinen Platz mehr finden. Masraoui hat auch eine lange Zeit gespielt zwischendurch und auch sehr gut. Allerdings hat Pavard sehr, sehr viel dafür getan, dass man ihn hat einfach aufstellen müssen. Also wirklich, die Entwicklung von letztem Jahr zu diesem Jahr ist echt erstaunlich. Und das sieht man nochmal wieder, was das für einen Impact hat, wenn da so ein, ja, vielversprechender Spieler auf der eigenen Position kommt, was das mit einem macht, dass man denn anfangen muss, doch wieder mehr zu machen und mehr zu arbeiten, defensiv auch wieder ein bisschen mehr sich einzubringen, offensiv ein bisschen mehr einzuschalten. Und ja, der hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Auf der Sechser habe ich natürlich Bellingham muss rein. Ja, ich glaube, zu Bellingham braucht man nicht viel zu sagen. Der hat die Mannschaft einfach mitgetragen und ist sehr, sehr wichtiger Bestandteil von Dortmund gewesen, denke ich mal. Ich denke mal, dass er wirklich dieses Jahr nach dieser oder jetzt in der Sommerpause wechseln wird. Wahrscheinlich zu Real Madrid. Das würde ich mir hoffen. Ich hoffe wirklich, dass er nicht nach Manchester City geht. Das würde ich nicht so toll finden. Aber bei Real Madrid, das würde ich schön finden irgendwo. Dann gehen wir weiter mit. Komm, nehmen wir die Connection mit. Mein rechter Achter, da habe ich Julian Brandt, der auch eine wirklich unfassbar gute Entwicklung gemacht hat. Einen sehr, sehr guten und sehr, sehr großen Step nach vorne. Er hat auf einmal angefangen, viel mit nach hinten zu arbeiten. Wirklich viel am Laufen ist, also der rennt ja teilweise fast so viel wie die komplette Mannschaft zusammen, ist vorne, wenn es einen Abschluss gibt oder irgendjemand angespielt werden muss, ist Brandt dabei, wenn hinten einer da sein muss zum Verteidigen, ist Brandt da, der ist überall und ja, auch den muss man hundertprozentig reinnehmen. Und auf der linken Acht habe ich Vincenzo Grifo. Man hätte ihn auch auf den Flügel stellen können, wo er halt viel eingesetzt wird. Die meiste Zeit auch. Allerdings sehe ich Grifo halt deutlich besser aufgehoben in der Zentrale. Das gleiche wie damals bei Schweinsteiger. In der Zentrale hast du halt viel, viel mehr Übersicht über das ganze Spiel und kannst dann besser natürlich das Spiel aufbauen. Und in so einer ähnlichen Rolle sehe ich Grifo da halt auch. Wieder absoluter Standardexperte. Ich glaube 15 Tore und davon oder 15 Scorer. Ich glaube davon irgendwie 11 davon wieder durch ruhende Bälle gesammelt. Also dass der noch bei Freiburg ist, dass der sich so pudelwohl bei Freiburg fühlt, das ist echt sehr schön und zeigt auch mal wieder, dass nur weil man vielleicht dem Verein entwachsen wäre, man nicht unbedingt wechseln muss. Und Grifo macht da wirklich einen sehr, sehr guten Job, meiner Meinung nach. Dann habe ich auf dem rechten Flügel, muss ich ein bisschen cheaten, weil den muss man auch reinnehmen, habe ich da Nkunku. Wobei nicht ganz so cheatet, weil Nkunku kannst du eigentlich überall reinschmeißen. Auf jeder Position kannst du eigentlich davon ausgehen, dass er einen sehr, sehr guten Job macht und dass er da funktioniert. Das hat er jetzt letztes Jahr schon gezeigt bei Leipzig, doch dieses Jahr schon. Und auch wenn ich absolut gar kein Freund von Leipzig bin, muss mindestens ein Spieler von Leipzig drin sein. Und der es ist halt nun mal Nkunku, weil der hat die Mannschaft so getragen, dieses Jahr auch schon wieder. Und ja, auf dem linken Flügel habe ich jemanden, von dem ich nicht so viel erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, den ich auch noch nie gehört habe. So habe ich von Eintracht Frankfurt Kolo Muani, der auch eigentlich, also über jeden einzelnen Spieler, den ich hier drin habe,
kann man wirklich sagen, dass er die Mannschaft im Rucksack getragen hat. Das ist wirklich so. Kolomoani, unfassbar stark, wie der Frankfurt weiterhelfen konnte. Auch von Anfang an. Also es ist nicht, ja okay, ein bisschen schwach reingestartet und dann so langsam hat er sich eingefunden in die Mannschaft. Nein, von Anfang an war er stark dabei. Und ja, und im Sturm, mein Neuner, lass dich drüber reden. Lücke. Niklas Füllkrug, Torschützenkönig, zusammen mit Nkunku ja, glaube ich, geworden. Oder mit Kolomoani, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall Torschützenkönig und safe, der muss zu 100% rein. Auch muss ich da auch sagen, dass meiner Meinung nach auch schon ein Bremer drin sein sollte, weil so gut wie die Bremer in der Hinrunde gespielt hatten, hätte die, glaube ich, keiner erwartet. Ich meine, Rückrunde war dann ein bisschen schwächer. Da hat man dann angemerkt, dass dann die Hinrunde halt wirklich sehr, sehr viel Euphorie war, dass man wieder in der ersten Liga spielt. Aber dennoch wirklich großartige Leistung von Bremen. Man sieht ja, wo man auch hätte landen können an Schalke, leider Gottes. Aber Füllkrug wirklich super Job gemacht, wie immer. Auch bei der WM hat er mir gefallen, von dem, was ich gesehen habe. Ich habe die ja nicht geguckt, ich habe nur so ein paar Highlights geguckt, weil ich halt gucken wollte, wie Füllkrug bei der Nationalmannschaft spielt. Und ja, das ist meine Elf der Saison. Und dann fangen wir mal an mit den Awards. Fangen wir mal an mit bester Trainer. Keine Frage. Letztes Jahr, dieses Jahr, Urs Fischer. Da brauchen wir nicht drüber reden. Was der aus Union macht, jedes Jahr, ist unfassbar. Der hat, habe ich vorhin gelesen, ich glaube, 0,2 Punkte mehr. Jede Saison immer 0,2 Punkte mehr als die Saison zuvor geholt. Das heißt, die steigern sich wirklich stetig weiter. Jetzt wirklich Champions League innerhalb von 3 Jahren, glaube ich. Doch müsste. Oder das 4. Jahr Bundesliga? Ich weiß jetzt nicht ganz. Erst 3. oder 4. Jahr und dann schon Champions League spielen. Einfach Hammer. Respekt, kann man nichts gegen sagen. Also, ja. Wirklich Hammer. Dann habe ich den besten Youngster. Da kann man natürlich jemanden wie Bellingham, Kolomoani ist ja, glaube ich, auch noch sehr jung. Ein Musiala, die können wir alle mit reinnehmen, aber das wollte ich nicht machen und habe mich deshalb für, okay, auch obvious, Jamie Bynoe-Gittens genommen, der mir sehr, sehr viel, sehr, sehr gut gefallen hat, von dem ich erwarte, dass er nächstes Jahr quasi wirklich Sanchos Nachfolger sein wird, und von dem ich viel jetzt erwarten werde nächste Saison, da bin ich echt gespannt. Kleiner Fun Fact. Ich nehme das hier gerade auf an dem Freitag, wo das Hinspiel der Drittliga-Relegation ist. Da habe ich auch noch für die zweite Liga einen Saisonrückblick gemacht, der morgen kommen wird. Also beziehungsweise ich nehme das am Freitag auf, wo das kommt dann Samstag, die Bundesliga. Der Bundesliga-Rückblick, der Zweitliga-Rückblick kommt Sonntag. Und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt schon, weil ich finde, die Relegation sollte man da nicht mit reinrechnen. Dazu kommen wir aber noch später. Obwohl, dazu kommen wir beim anderen Video von der zweiten Liga. Ich finde, Relegation sollte man da nicht mit reinrechnen, weil Relegation ist so ein bisschen wie DFB-Pokal. Es schreibt irgendwo seine eigenen Gesetze klar. In den letzten 10 Jahren ist Union der einzige Zweitligist, der durch die Relegation aufsteigen konnte. Dennoch können da eben Sachen passieren, die man so nicht vorhersieht. Deswegen nehme ich das mal raus. Ja, beste Youngster hatten wir. Bester Sommertransfer fand ich war sehr, sehr schwer. Da könnte man natürlich über einen De Ligt überlegen, der war aber zu teuer. Ginter könnte man überlegen, der ablösefrei war. Ein Kolomoani, der ablösefrei kam, bin ich der Meinung, ablösefrei. Und ein Rizzo Duan, der bei Freiburg dazu kam. Das sind so die 4, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich habe mir hier, zeige ich gleich, sonst sieht man das ja schon. Ich habe mir 4 Spieler da aufgeschrieben gehabt.
und dann überlegt gehabt und überlegt gehabt und dann die, die ich denn nicht safe setze, habe ich dann eingeklammert, die wollte ich aber halt eben trotzdem erwähnt haben. Deswegen habe ich die mit aufgeschrieben. Und der einzige Spieler, der nicht eingeklammert ist, ist Kolo Muani, für den ich mich tatsächlich entschieden habe. Ja, dass er so abgeht, glaube ich, das hätte man selbst bei Frankfurt nicht gedacht. Und ja, wie gesagt, hier. Also, ich hoffe, man kann das lesen. Doan, De Ligt, Gittens und Kolo Muani. Für De Ligt wollte ich mich erst eigentlich entscheiden, aber da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht auch so ein bisschen Preis-Leistungs-Verhältnis mitsehen und da ist dann Preis-Leistung ist dann wieder. Oh klar, De Ligt, Hammer, Hammer Innenverteidiger. Für selbst für das Geld, was Bayern bezahlt hat. Aber wenn du ablösefrei als Frankfurt einen Kolo Muani bekommst, der den so dermaßen rasiert, ja, da gibt es keine Zweifel. Man hätte natürlich diesen gleichen Case auch für Ginter machen können. Aber Kolo Muani habe ich da doch. Also bei Ginter, den kannte man halt vorher schon. Da wusste man, dass der was kann. Und Kolo Muani, vielleicht bin ich auch einfach nur komplett dumm, von dem habe ich vorher noch nie was gehört. Ja, bester Wintertransfer, braucht man auch nicht drüber reden. Jan Sommer. Kommt zu Bayern mit der Voraussicht, klare Nummer 2 zu werden, wenn Neuer wieder fit werden sollte. Und ich denke mal, dass ihm bewusst war, dass er nur eine bestimmte Zeit spielen wird. Und macht das dafür aber sehr, sehr gut. Also, ich weiß nicht, ob. No disrespect an Ulreich, aber ich glaube nicht, dass man mit Ulreich bei dieser chaotischen Saison als Bayern München tatsächlich am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft mitgespielt hätte. Also von daher, Jan Sommer muss man da als besten Wintertransfer nehmen. Und an all diese Leute, die sagen, der ist zu klein für einen Torwart, ey, ihr habt keine Ahnung. Die Größe ist höchstens entscheidend, wenn der Ball oben in der Ecke reingeht. Selbst da würde ein Neuer manche Bälle nicht halten. Sodass die ganzen anderen Bälle, das hat nichts mit der Körpergröße zu tun. Natürlich spielt das auch ein bisschen rein, aber hat trotzdem nichts, überhaupt nichts zu sagen, weil da geht es ums Stellungsspiel. Und da kannst du auch als Thibaut Courtois, sag ich mal, so das Kaliber an Größe von der Körpergröße her. Selbst da kannst du ultra beschissenes Stellungsspiel haben, wie jeder gute Keeper, den das auch ab und zu mal hat an einem schlechten Tag. Und das hat mit der Körpergröße da überhaupt nichts zu tun. So, dann kommen wir zur nächsten Sache. Die könnte ein bisschen kontrovers sein, denke ich mal. Flop-Transfer. Und ich bin mir sicher, jeder würde jetzt hier Sadio Mané erwarten. Habe ich auch aufgeschrieben. Allerdings eingeklammert. Weil ja, ich verstehe den Case. Allerdings ich würde Mané grundsätzlich auch sagen, ja, allerdings habe ich einen Spieler, den ich da unbedingt erwähnen wollte. Und zwar Anthony Modest bei Dortmund. Klar, Modest hat auch 3 Tore gemacht, glaube ich. Und ich glaube, diese 3 Tore weniger bei Dortmund und sie hätten am letzten Spieltag vielleicht nicht um die Meisterschaft mitgespielt. Allerdings ist das viel zu wenig. Klar, man musste auf die Schnelle irgendjemanden finden, wegen Haller, dies und das. Man hat es mitbekommen. Aber dennoch, das war trotzdem viel zu wenig von Modest. Gerade weil er auch die Saison vorher bei Köln ja wieder so extrem stark war und er schon mal diesen Fehler gemacht hat, dass er stark bei Köln ist und dann woanders hingeht und da dann ja überhaupt gar nicht mehr in die Sphäre seiner Leistung vorher kommt. Also da hat er auch anscheinend nicht dazugelernt. Klar, wenn Dortmund anklopft, ist es schwierig, da Nein zu sagen, aber an Modest Stelle hätte ich das einfach gelassen, weil das habe ich auch vorausgesehen oder habe ich schon von Anfang an gesagt, dass Modest da nichts reißen wird. Und dann kommen wir zum Rucksack der Saison, also
der Spieler, der eine Mannschaft am meisten getragen hat, die Saison. Da habe ich drei Spieler aufgeschrieben. Bellingham und Renault. Die habe ich ja schon in der Elf drin stehen. Deshalb habe ich mich da denn für Kobel entschieden. Weil auch Kobel, klar, das Spiel gegen Bayern. Okay, scheiße gelaufen, schlechten Tag gehabt. Aber ansonsten, was Kobel gehalten hat die Saison, wie viele Punkte Kobel Dortmund gesichert hat, da brauchen wir nicht lange drüber quatschen. Und ja, Rucksack der Saison, Kobel für Dortmund. Dann gehen wir weiter mit bestes Comeback. Da habe ich mir überlegt, da könnte man irgendeine Geschichte von einem Spieler machen oder irgendein bestimmtes Spiel, wo eine Mannschaft wieder sehr, sehr stark zurückkommt. Und da habe ich mich bei meinem Bundesliga-Rückblick tatsächlich für ein Spiel entschieden. Und zwar Dortmund gegen Stuttgart. Das Rückspiel, das 3:3, wo Dortmund ab der 39. Minute in Überzahl spielt, weil Stuttgart eine Rote bekommt. Und tatsächlich verlieren sie dieses Spiel nach einer 2-0-Führung. Verlieren sie nicht, aber das, eigentlich kann man schon sagen, dass sie das Spiel verloren haben. Weil eine 2-0-Führung aus der Hand zu geben und ein 3-3 daraus zu machen, während du, also das war es, 39. Minute, während du, ja, knapp eine Stunde mit Nachspielzeit in Überzahl bist, das ist wahnsinnig schwach gewesen von Dortmund irgendwo, muss man sagen, aber auch unfassbar stark von Stuttgart. Und ja, dann kommen wir zur nächsten Sache. Größte Fehlentscheidung, da zähle ich auch so Sachen rein wie Schiedsrichterentscheidungen, VAR hat da wieder nicht eingegriffen und dies und das. Oder halt irgendwelche Entscheidungen von irgendeinem Trainer stammen oder dies und das. Da ist es komplett offen. Da habe ich mich in der Bundesliga natürlich für Bayern München entschieden, mit Julian Nagelsmann. An sich könnte ich das nachvollziehen, wenn du sagst, Nagelsmann geht weg, oder wir wollen Nagelsmann nicht mehr haben und wir wollen Tuchel haben. Allerdings ist da halt das Wann und das Wie das sehr, sehr groß Entscheidende. Zumal als Tuchel kam und jeder, der mich kennt, weiß, was ich von Tuchel halte. Ich bin absoluter Tuchel-Fan. Ich würde dem Mann die Kimme lecken. Bin ich ganz ehrlich. Für mich einer der besten Trainer der Welt. Der zweitbeste deutsche Trainer in meinen Augen. Direkt hinter Jürgen Klopp. Und ja, Tuchel, wie gesagt, guter Trainer. Sehr, sehr guter Trainer, wenn er mit einer Mannschaft die Vorbereitungszeit bekommt. Und den mitten in der Saison reinzuwerfen, wird nicht funktionieren. Und das war mir von vornherein klar, das habe ich gleich gesagt, als diese Meldung kam, oder als diese Gerüchte schon alleine kamen. Da war mir schon klar, dass das sehr, sehr schwierig sein wird für Bayern München. Wie gesagt, dass man mit Nagelsmann nicht zufrieden ist, kann ich irgendwo nachvollziehen, auch wenn ich Nagelsmann gar nicht so schlecht fand, wie man ihn schlecht geredet hat. Auch das ist ein typisches Bayern-Problem. Und ja, wie gesagt, wie das Ganze gehandelt wurde, dazu brauche ich nichts sagen. Das steht für sich, das ist einfach nur komplett dumm. Ja, dann habe ich hier Überraschung der Saison und dann habe ich da auch überlegt, da habe ich drei Namen aufgeschrieben. Ich habe einmal Kolomoani, den habe ich direkt wieder durchgestrichen. Dann habe ich Haller, immer wieder durchgestrichen und habe da Rizzo anstehen. Weil auch den kannte ich vorher nicht und da ich ihn beim besten Transfer nicht über mich bringen konnte, ihn über Kolomoani zu nehmen, der halt, wie gesagt, ablösefrei kam, musste halt hier bei Überraschung der Saison für mich rein. Dann geht's weiter mit Enttäuschung der Saison. Mané, da kann ich ihn jetzt endlich reinnehmen. Und ja, Mülleimer-Aktion der Saison. Ist eine bestimmte Aktion, die so dumm ist, dass ich als Trainer den Spieler dafür nicht mehr spielen lassen würde. Und gleich in der Bundesliga habe ich mir was rausgesucht, was nicht nur eine Aktion ist, sondern ein komplettes Spiel von einem Spieler. Und zwar Dan Axel Sakatu gegen Stuttgart.
ja, wo er 2 Elfmeter verursacht hat. Das spricht für sich. Und deswegen gehen wir mal direkt weiter mit den etwas Positiven. Beste Fangemeinschaft in der Bundesliga. Könnte man natürlich klar einen Case für Dortmund machen, für Union, Berlin sowieso. Da habe ich mich aber allerdings für Schalke entschieden, weil Schalke-Fans kennt man auch anders. Aber wie sie dieses Jahr hinter ihrer Mannschaft gestanden haben, trotz dieser katastrophalen Hinrunde, es ist unfassbar, wie sie in dieser schwarzen Zeit, wo die Hinrunde gelaufen ist, trotzdem noch, natürlich haben sie auch draufgeschlagen auf den Schalke, aber trotzdem standen sie zu ihrem Verein und sind trotzdem zu jedem Spiel zahlreich erschienen und haben trotzdem immer Stimmung gemacht. Deswegen da die beste Fangemeinschaft in dieser Saison waren für mich die Schalke-Fans. Schlechteste Fangemeinschaft würde ich jedes Jahr damit ringen, oder würde ich eigentlich jedes Jahr RB Leipzig nehmen. Habe ich dieses Jahr aber für Bayern München entschieden, weil man dieses Jahr gemerkt hat, wenn es mal bei Bayern nicht läuft, dass da doch haltet mich für ich vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich denke mal so, ein Drittel der Fans, hat man gemerkt, sind absolute Erfolgsfans. Ich meine, ich denke mal an das Spiel gegen Leipzig, das Rückspiel, wo die Fans zahlreich vorzeitig das Spiel verlassen haben. Was sich nicht gehört, egal wie schlecht ein Spiel steht. Ich habe das Relegationshinspiel vom HSV zum Beispiel geguckt und habe trotzdem bis zum Ende durchgeguckt, weil ich finde, es gehört sich einfach. Und gerade wenn du ins Stadion gehst, wo du ja auch einen direkten Impact auf den Verein hast, dem Verein weiterhelfen kannst, finde ich, gehört sich das einfach nicht, wenn man dann vorzeitig das Stadion verlässt, egal wie scheiße es steht oder egal wie scheiße die Mannschaft steht. Ich finde, das sollte einfach nicht vorkommen, sowas. Und ja. Dann kommen wir zum Pechvogel der Saison. Und da ist er endlich, nachdem ich ihn bei der Überraschung der Saison durchgestrichen habe, und zwar Haller. Und dann kann ich da mich auch gleich nochmal zu äußern, wieso hatte ich ihn überhaupt zuerst bei Überraschung der Saison. Ganz einfach, weil ich mich gefragt habe, wie er zurückkommt. Wie stark wird Haller nach dieser Krebserkrankung wieder zurückkommen? Und holy shit, kam er stark wieder zurück. Nicht nur gut gespielt, auch direkt sofort einen sehr, sehr starken Impact auf die komplette Mannschaft gehabt. Auf einmal hat Dortmund so viel Sicherheit in sich drin gehabt und so ein Selbstvertrauen. Ich glaube, das war dann ja dieser One, wo sie dann irgendwie, ich glaube, 11-12 Spiele in Folge gewonnen haben, wo Haller wieder kam. Also unfassbar genial. Und ja, wie gesagt, absoluter Pechvogel. Man hätte natürlich auch Dortmund selber mit reinnehmen können, weil kaufen oder sie holen sich einen Stürmer als Haaland-Ersatz und seine erste Aktion ist erstmal zu verkünden, dass er nicht spielen kann, weil er leider Gottes eine sehr schlimme Erkrankung hat. Aber ja. Dann kommen wir zur nennensvolle Erwähnung. Da kommt irgendwas rein, was ich gerne noch erwähnt haben wollen würde, und dann nehme ich hier Jamal Musiala rein. Weil, wie gesagt, Youngstars kann man ihn nicht mit reinnehmen, genau das gleiche wie bei Bellingham. Bellingham habe ich aber schon in der 11 der Saison, Musiala eben nicht. Deswegen finde ich, Musiala muss auf jeden Fall erwähnt werden. Der darf einfach nicht, also es darf kein Video sein, wo er nicht erwähnt wird, dass er wieder sehr, sehr stark gespielt hat und wo ich mir sicher bin, dass er auf jeden Fall früher oder später mit Bellingham, finde ich, zusammen zu den Top 5 Mittelfeldspielern irgendwann ziehen wird. Und ja, damit haben wir auch die Awards durchgearbeitet und kommen zur Note, die ich diese Saison geben würde. Und zwar, ich fand, die Saison war eine 1. Eine klare 1. Keine 1-, keine 1+, eine glatte 1 und gut ist. Weil so viel Spannung wie überall war. Also es war ja Meisterschaftsrennen. Also wann hatten wir das letzte Mal, dass am letzten Spieltag noch die Meisterschaft entschieden wird? Also ich kann mich da zum Beispiel nicht dran erinnern. Abstiegskampf.
saustark. Am letzten Spieltag können noch 4 Mannschaften absteigen. Hertha war der einzige, wo klar stand, der wird absteigen. Alle, dann gab es noch, wie gesagt, noch weitere Vereine, die hätten absteigen können. Europa, wer wo in Europa spielt, war noch komplett offen. Das Einzige, die halt safe waren, waren Bayern, Dortmund, Leipzig. Alles andere stand auch offen. Und daher wirklich eine sehr, 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 sehr geile Saison. Die beste Bundesliga-Saison, die ich somit erlebt habe. Und ja, dafür gibt es 9. Ich danke fürs Zugesehen haben. Ich werde jetzt direkt in Folge den Zweitliga-Saisonrückblick aufnehmen. Und den werdet ihr morgen sehen. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, haut raus und ciao. Mm-hmm.